So Leute, willkommen zurück zu Devil May Cry. Wir machen gleich weiter. Zauberstein-Elixier. Wenn Sie das Ei des Philosophen in das Feuer werfen, verwandelt es sich in einen Zauberstein. Ei des Philosophen, war das nicht irgendein Rätsel? Das war, glaube ich, irgendein Rätsel. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Hier könnten wir natürlich den Angriff, stechen Sie aus noch größerer Entfernung zu. Könnten wir nehmen. Oder wir holen uns bei Mephrit irgendwas wie den Magma-Haken. Ich glaube, den Haken nehmen wir mal. Den Schlag nehmen wir uns auch. Wir hätten theoretisch noch... Komm, den Stich holen wir uns auch. Dann ist der Level 2 und auf Maximallevel. Ja, das Ei des Philosophen, das war, glaube ich, irgendein Rätsel. Oh, Schlüsselamulett. Die Kombination aus den Anhängern Dantes und dem des Schwarzen Ritters. Also, und dem des Schwarzen Ritters. Damit erhält man Zugang zur Unterwelt. Spada, die wahre Form des Heldenschwerts, mit dem Spada, der legendäre schwarze Ritter, gekämpft hat. Ja, jetzt haben wir nämlich tatsächlich als Waffe das Spada. Ich glaube, ich habe es damals nie ausgerüstet gehabt, aber jetzt rüsten wir es mal aus. So, das andere Porträt ist offen. Was steht denn drauf? Auf diesem Gemälde ist eine versunkene Festung abgebildet. Gucken wir uns die versunkene Festung doch mal an. Oh, Ego-Perspektive, wie ich sie hasse. Kann man das Fass eigentlich zerschießen? Natürlich kann man das Fass zerschießen, aber nur das Fass. Obwohl, diesen hässlichen Schädel eigentlich... Noch Leichen mit hier drin. Weil das Ganze hier noch nicht creepy genug ist. Moment, hier rum geht's weiter. Was ist denn dann in der anderen Richtung? Ach, da ist zu. Okay. Wir haben jetzt sogar schon einen zweiten Lebensbalken. Fällt mir jetzt erst auf. Okay, die sind damit auch recht einfach zu besiegen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ja, mit dem Raketenwerfer waren die ja super einfach. Merkt auch, dass Dante ein Dämon ist daran, dass er so lange die Luft anhalten kann. Das funktioniert auch nur in der Dämonenwelt, dass Wasser da nicht reinfließt. Okay, was machst du? Ihr wisst, ich mache die Dinger immer sofort an, wenn ich sie finde. Ah... Ich habe das ganze Ding unter Wasser gesetzt, damit ich jetzt hier hochschwimmen kann. Okay, es hält aber nicht ewig. Hier ist eine Tür. Wir gehen einfach mal in die Tür rein. Aber ich bin jetzt in der Halle, in der ich das andere Vieh getötet habe, oder wie? Nee. Das ist wieder was anderes. Obwohl, doch, sieht ein bisschen danach aus. Hier ist eine Inschrift. Jene, die die Wahrheit suchen, mögen das Ei in den Korb legen. Es langsam und behutsam wärmen. Es wird sich in einen blauen Stein verwandeln. Und auf den unsicheren Straßen sich weiterhin sichtbar sein. Oder?
die Straße sichtbar machen? Muss ich gleich nochmal lesen. Wenn wir das Ei denn haben. Denn das Ei des Propheten nützt uns gar nichts. Wir haben es nämlich nicht. Aber gut, dass Dante so ein guter Springer ist. Okay, ich versuch's nochmal. Liebe Kinder, falls ihr euch fragt, wofür der Sportunterricht gut ist. Ja. Wir haben es aber bis hoch geschafft. Eines Philosophen. Jetzt müssen wir nur noch die rote Tür wiederfinden. Wir haben die rote Tür wiedergefunden. Manchmal ist alles so einfach. So, Licht ist. Und es langsam und behutsam wärmen. Es wird sich in einen blauen Stein verwandeln und auf den unsicheren Straßen weiterhin sichtbar sein. Ja, dann. Die Umwandlung könnte eine Weile dauern. Ach ja, ich habe mich schon gewundert, warum hier wieder Lichter sind. Natürlich, weil unser Freund das Monster wieder da ist. Habe ich mit dem Spada keinen Devil Trigger? Das stört mich etwas. Dann nehmen wir da doch die andere Waffe. Ja, hier haben wir nämlich einen Devil Trigger. Allerdings muss ich sagen, das Spada hat auch deutlich mehr Schaden gemacht. Aber ich bevorzuge den Heileffekt, den wir dadurch haben. So, Licht kurz wieder anmachen. Okay, ich habe keinen Heilstein gekauft, ich Depp. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was besser ist. Wenn wir mit dem Spada kämpfen, weil es mehr Schaden macht, oder wenn wir mit dem Devil Trigger kämpfen, weil wir dann stärker sind. Und ein bisschen Selbstheilung haben. Ja, ich habe doch das Licht angemacht. Na gut, jetzt kämpfen wir wohl nochmal hier drin. Ist das der Drache? Das ist so cool, dass dieses Schwert so viel drauf hat. Oder ist das der Adler? Das kann auch sein. Ja, das ist der Adler.
Seitdem weiß ich jetzt genauso viel, ob ich Devil Trigger nehmen soll, aber ich glaube, ich mache es. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich dann mit den Schüssen halt mehr Schaden mache. Weil ich glaube, beim anderen lasse ich dann tatsächlich das Bader. Der Stein bin ich total sicher vor diesen Angriffen. Oh, ich kann rollen, das wusste ich auch nicht. Dante, würdest du springen? So, das sollte das Ding da jetzt ja extrem beschädigen. Dante, würdest du bitte das Licht anmachen? Vom Blitz getroffen. Auch ein schönes Achievement. Ein Strahlhatzen. Aber ich kann mich jetzt auch nicht bewegen. Dämonenform, zack, weg. Zeug einsammeln. Ah. Die Umwandlung ist vollendet. Das freut mich zu hören. In meinem Kopf höre ich das Echo einer rätselhaften Stimme, die aus dem verwandelten Stein zu mir spricht. Ich bin der erste Schlüssel für das Tor zur Unterwelt. Der zweite Schlüssel liegt in der Spiegeldimension. Elixier, die metamorphe Form des Eis des Philosophen. Sie können den Fluch des Spiegels aufheben. Gute Nacht. Ja, kann man so sagen. So, als nächstes Auftrag Betreten der grenzenlosen Welt. Machen wir das heute noch mal, warte mal. Jetzt erstmal haben wir hier mal ein bisschen Licht. Und das ist viel schöner, wenn wir hier Licht haben. Und wohin muss ich jetzt mit dem Ei? Offenbar dahin. Spiegel sind weg. Kann ich den Tisch klein hauen? Den Stuhl zumindest, hat mir bloß nichts gebracht. Ich hätte mir wieder einen Heilgegenstand kaufen sollen. Dann verbrauche ich die goldenen Kugeln nicht, wenn ich mal Heilgegenstände kaufe. Wenn ich hier irgendwann an so einer Statue vorbeikomme, weil ich zufällig den Weg dahin finde, kamen wir nicht von oben? Ich... Also wenn ich so eine Statue finde, dann werde ich erstmal einkaufen gehen. Erstmal wieder einen Heilstein. Okay, wir werden jetzt hier durch die Punkte geschickt. Das Elixier reagiert sehr stark auf das andere Gemälde. Okay, Fazit, wir müssen das andere Gemälde. Ah, hier sind wir wieder. Der Spiegel reagiert auf das Elixier und das Spiegelbild.
Es wird immer unheimlicher. Ah, da können wir jetzt rein, aber wenn ich mich recht entsinne... Oh, da liegt sogar noch Flammen. Blaue Kugel, eine Viertel. Was bist du, bitte ein Heilstein? Eine Widerstandskraft, mit der wir uns kurzzeitig unverwundbar machen. Das ist auch gut. Erstmal Lebenskraftstein kaufen. Gut, dass wir da rein können. Jetzt sind wir in der Spiegeldimension. Ich weiß, im Spiegel funktioniert nicht alles, aber diese Tür hier geht. Die andere wäre gar nicht gegangen. Stein des Philosophen. Der Schlüssel, mit dem sich das Tor zur Unterwelt öffnen lässt. Was sind das für Dinger? Clown-Monster. Gerade als man dachte, alles creepier, hätten sie abgehakt, kommen die damit. Setzen sich auch noch Masken auf, Tiermasken. Werden die größer? Okay, das hat so keinen Sinn. Ich finde diese Waffe zwar sehr, sehr cool. Sind das Augen? Explodierende Augen. Oh, die entziehen mir Teufelsenergie. Muss die Augen zerstören. Okay, ich bin tot. Was waren das denn für Affen? Ich meine jetzt mal ernsthaft. Das sind Affen. Ich überlege gerade, vielleicht lieber den Ifrit zu nehmen. Können die irgendwie super ausweichen. Ich hatte das Gefühl, mit dem Schwert waren sie leichter zu treffen. Ja, kennen wir schon. Verstehe, das Monster absorbiert unsere Energie und wird dadurch immer größer und stärker. Am besten ist wahrscheinlich, die Viecher einfach zu zerlegen, solange sie klein sind. Um unsere Teufelsenergie so schnell wie möglich zu verbrauchen. Die ziehen einem auch Leben ab ohne Ende. Ich habe mir eben Heilgegenstand gekauft. Den will ich nicht. Den da will ich. Direkt wieder verwendet. Ah, der andere hat sich zurück in die kleine Form verwandelt. So, scheinen beide tot zu sein. Was waren denn das für Mistviecher, ey? Also, die mag ich ja überhaupt nicht. Ist echt schon so lange her, dass ich dieses Spiel zuletzt gespielt habe. Wo war die Tür?
Dieses Schwanken macht einen auch so ein bisschen dusselig. Stimmt, die Tür war ja hier oben. Ach, sieh mal eine an, was da hinten noch ist. Hä, da komme ich so gar nicht hoch. Okay, wie muss ich das dann machen? Weil ich hätte das schon ganz gern. Ups, das wollte ich nicht. Kann ich hier vielleicht einfach hinten hoch? Ah, hier rüber kann ich. Das war jetzt das zweite Fragment. Noch zwei und wir kriegen ein Leben-Upgrade, aber ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht, weil ich glaube, es geht echt nicht mehr so lange. Und das Problem ist, ich habe es an einem Tag durch. Weil es ist immer noch Tag der ersten Aufnahme. So, stimmt, wir waren ja schon bei der Tür. In meiner Wohnung wird es langsam ziemlich warm. Ich habe den Laptop hier auf Dauereinsatz. Ich muss mal gleich irgendwie Fenster aufmachen, Eis essen und so. Ein Eis habe ich noch. Ach, jetzt bin ich wieder hier drin. Kann ich jetzt durch die Tür gehen? Nee, durch die Tür kann... Ach so, stimmt. Ich habe ja schon das, den Stein des Philosophen. So, was muss ich jetzt tun? Okay, ich darf wieder den Unterwasserteil machen. Na gut, gibt Schlimmeres. Schädel lernt auch nie eure Lektion. Euch könnte ich selbst mit dem Spada erledigen. Okay, der Spada ist eigentlich super stark, aber trotzdem. Der fehlende Devil Trigger macht's halt. Weil die Regenerationskraft brauche ich. Der Schwall des Bösen reagiert auf die Macht des Elixiers. Es wird zum Leben erweckt. Oh. Kann er jetzt durchrutschen? Fast zum Henker bist du. Damit kommen wir, glaube ich, wieder in die andere Welt. Die Dunkelheit des Bösen grüßt mit weit offenem Mund. Was muss das Tor zur Unterwelt sein? Aufregend. Soll ich den Gegenstand verwenden? Stein des Philosophen, ja. Okay, willkommen in der Unterwelt. Gut, Leute, der Part ist aber lang genug. Ihr lasst mir jetzt ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und ja, wir kommen immer weiter aufs Finale zu. Es würde mich freuen, wenn ihr mir ein nettes Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr drüber freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Devil May Cry. Bis dann, euer Wolf.